Podest schon. Ist schon auf dem Podest. Ja, ja. Ist auf dem Podest. Ein dritter Platz, das ist das Wahrscheinlichste. Denn jetzt kommt Ryoyo Kobayashi und David Kubacki. Der hat einen großen Vorsprung nach dem ersten Durchgang. Es geht jetzt hier um den Tagessieg und um die Sonderprämie, 25.000 Euro. Kobayashi legt vor, legt gut vor, legt stark vor. Aber nicht unlösbar, diese Aufgabe natürlich für den überragenden David Kubacki zurzeit. 134 Meter, das müsste jetzt die Führung sein für Ryoyo Kobayashi. Ja, er hat da getroffen, er wackelt da relativ lang mit den Beinen da rein. Trifft sich aber beim Absprung. Interessant, wie weit er die Hände gleich hat, wie wenn er damit schon Halt suchen würde während der Absprungbewegung, die immer von der Rotation her schwierig anzusetzen ist. Aber die Verhältnisse waren halbwegs stabil, also nicht mehr ganz so schlecht wie bei Preutz. Solid gelöst. Kriegt nicht die Supernoten für diese Weite, weil es auch nicht die Superweite ist. Das hängt ja zusammen, kann man jetzt machen, wenn das nirgendwo in der Regel steht.